Ohne Trainer geht es nicht. Natürlich auch nicht bei den Seelöwen. Und deshalb ist Torben hier. Torben Theine, Coach der Seelöwen, ewig schon da. Wie lange bist du jetzt in Bremerhaven schon? 2000 bin ich gekommen. Noch 3 Jahre selber als Spieler. Und jetzt feiere ich im Grunde genommen dieses Jahr mein 10-jähriges Trainerjubiläum hier. Unglaublich. Ich habe gedacht, du bist schon 20 Jahre hier. Ein altbekanntes Gesicht. Tennis im Bürgerpark ohne Torben, das geht irgendwie nicht. Ja, es ist wirklich schon einige Zeit, dass ich jetzt hier bin und schon eine tolle Zeit gewesen und blicke sehr gerne immer wieder drauf zurück. Viele tolle Erinnerungen, viele tolle Erlebnisse. Ich habe gelesen in einem Zeitungsartikel, da heißt es, die Seelöwen, die werden Letzter. Irgendwo im Süddeutschland erschienen, also so ein Expertentipp, die Seelöwen werden Zehnter, damit erster Absteiger. Jetzt musst du mal kontern, warum steigt ihr nicht ab? Weil wir einen super Teamgeist haben, weil wir hier fantastische Zuschauer haben, die uns hier unterstützen und weil wir an unsere Chance glauben. Sind es nur die Spiele gegen Neuss und Bruckmühlfeldkirchen, die letztendlich über den Klassenerhalt entscheiden oder muss man auch sehen, gegen sogenannte Top-Teams zu punkten? Das muss man sicherlich versuchen, aber ich denke, es wird schon die ein oder andere Schlüsselpartie geben. Und dazu gehören die von Ihnen genannten Mannschaften, aber nicht nur die, sondern es gibt auch noch ein paar andere. Und da wird es dann letztlich schon darauf ankommen, dass man eben gegen diese Top-Teams punkten kann. Das hat man ja auch vom vergangenen Sonntag gesehen. Ist einfach äußerst schwer und ist ja auch für alle anderen schwer. Das waren ja nicht nur wir, denen es so gegangen ist, sondern alle anderen haben gegen die Favoriten ja letztlich deutliche Niederlagen kassiert. Insofern wird das eine Ausnahme sein und bleiben, wenn man gegen diese Top-Teams mal was mitnehmen kann. Es wird um die Schlüsselspiele gehen. Jetzt kommen ja viele Weltklasse-Spieler hierher, die du auch betreuen musst, die zugereist kommen, angeflogen kommen und teilweise auch ihre eigenen Trainer haben. Kannst du denen eigentlich als Vereinscoach, als Seelöwencoach, kommst du da ran oder blocken die manchmal auch ab nach dem Motto, ich habe meinen eigenen Trainer, ich weiß selbst, wie ich spielen muss, oder findest du immer einen Weg, an jeden Spieler ranzukommen? Nein, ich denke schon, dass die da immer auch aufgeschlossen sind und sich helfen lassen. Natürlich ist was anderes, wenn ich jetzt mit einem Marc Sieber, den ich jetzt seit 3 Jahren kenne und schon über 10 Matches auf der Bank saß, betreue, als einen Spieler, den ich jetzt hier vielleicht zum ersten Mal sehe oder dann zum zweiten Mal. Ne? Das ist natürlich schon ein Unterschied, aber ganz so extrem ist das nicht. In Erfurt habt ihr 1-5 verloren, deutliche Niederlage, aber letztendlich war sogar ein bisschen mehr drin. Ja, wir haben uns gut verkauft, wir haben uns gut gewehrt. Ich habe das auch den Spielern vorhin gesagt. Wir spielen hier trotzdem, um zu gewinnen, auch wenn wir hier die Underdogs sind. Aber wir sind ja nicht hier, um nette Trainingspartner zu sein, sondern wir spielen hier auf Sieg. Und das haben wir auch gemacht und haben die Spiele auch alle umgesetzt. Und deswegen war es dann auch teilweise relativ eng. Letztlich konnten wir nur einen Punkt gewinnen. Aber trotzdem haben wir uns da achtungsvoll geschlagen. Vielen Dank.